Das ist jetzt, wir übersetzen den Talk. Der nächste Talk ist Ende zu Ende formelle Verifizierung von Reduced in Subscriptions jetzt. 5 Prozessoren mit einem etwas, was RISC-Formel heißt. Der Clifford Wolf hält den Talk. Die Clifford ist sehr bekannt in der Open Source und freie Software Community und ist besonders für IceStorm bekannt. Bitte helft mir den zu begrüßen, Clifford zu begrüßen. Vielen Dank. Mein Vortrag ist über Ende-zu-Ende formelle Verifikation und ich fange am besten an, um den Titel zu erklären. Was ist RISC-V? RISC-V ist eine offene Kommandos-Architektur. Das ist eine Spezifikation für Professoren, das jeder benutzen kann. Und falls du schon deinen eigenen Prozessor implementiert hast, dann weißt du vielleicht, dass es einfacher ist, einen Prozessor zu implementieren, als alle Werkzeuge, also Compiler und so weiter, um den Prozessor zu benutzen, zu entwickeln. Und wenn du RISC-V benutzt, dann kannst du alle Werkzeuge benutzen, die es schon gibt. Aber für dieses, für das Unternehmen brauchen wir Prozessoren, die kompatibel zueinander sind. Das heißt, die RISC-V richtig implementieren und wir fangen mit einem Prozessor an, sagen, das ist der richtige Prozessor und dann finden wir einen Bug und dann wird die Spezifikation geändert und dass die Spezifikation jetzt der Hardware, das für die Hardware passt, das kann man mit RISC-V nicht machen, weil es sehr viele Hardware-Implikationen gibt, die die gleiche Spezifikation erfüllen. Das heißt, wir brauchen Mittel, um festzustellen, dass die Prozessoren tatsächlich mit der Spezifikation übereinstimmen. Was ist formelle Verifikation? Das ist ein sehr breiter Begriff. In diesem Zusammenhang geht es um die Verifizierung von Hardware-Modellen, spezifische oder Sicherheitseigenschaften. Es gibt da also einen Hardware-Entwurf und es gibt einen Anfangszustand und wir wüssten gerne, ob die Hardware einen illegalen Zustand aus dem Anfangszustand erreichen kann. Und das versuchen wir formell zu lösen. Es gibt dafür zwei Mittel, das sind zwei verschiedene Kategorien von Beweisen. Es gibt beschränkte und unbeschränkte Beweise. Mit dem beschränkten Beweis können wir nur feststellen, dass es für eine bestimmte Anzahl von Zyklen nicht zu einem schlechten Zustand führt. Mit einem unbegrenzten Beweis stellen wir fest, dass das in beliebigen Zyklen nicht passieren kann. Also deswegen ist ein unbegrenzter Beweis besser, aber das ist oft schwer zu erreichen. Aber ein begrenzter Beweis ist leichter zu erreichen. Deswegen reden wir darüber. Was ist End-to-End-Verifikation, das ist auch in dem Titel. Also historisch, wenn man einen Prozessor verifiziert oder so etwas wie einen Prozessor verifiziert, wird der Prozessor in sehr viele kleine Komponenten zusammengebracht und dann wird für jede einzelne Komponente bewiesen, dass sie den, Eigenschaften gehören. Übereinstimmen und dann. Und dann packt man diese kleinen Module zusammen und prüft, dass das Zusammenstellen die Eigenschaften hat, sodass das gesamte System bewiesen ist. Okay, man sieht das als Blackbox an und fragt, ob das eine große Ding die Eigenschaften hat, die man haben möchte. Und da gibt es auf diesem Weg gibt's Vorteile. Es ist nämlich viel, viel einfacher, die Spezifikation von einem Prozessor auf einen anderen Prozessor zu übertragen, weil es dich nicht interessiert, wie der Prozessor gebaut wurde. Und es ist sehr viel einfacher, die Spezifikationen zu nehmen, die wir haben, um sie auf andere Instruktionssatzarchitekturen anzuwenden. Weil wir haben die eine Spezifikation, die wir erwarten von unserem Prozessor. Der große Nachteil ist, dass es viel teurer ist, die End-to-End-Verifikation zu machen.
insbesondere vom Prozessor gegenüber den die ISA-Spezifikationen. Das ist sozusagen immer das Beispiel, Buchbeispiel. Leider sind die Methoden schlechter geworden. Also ist das RISC-V-Format, das ist ein Framework, das end-to-end formelle Verifikation von Prozessoren gegen die ISA-Spezifikation ermöglicht. So, RISC-V ist nicht ein formell spezifizierter Prozessor, sondern falls du einen RISC-V-Prozessor hast, dann kannst du beweisen, dass der Prozessor den ISA-Spezifikationen genügt. Hauptsächlich benutzt das begrenzte Methoden, also Bounded Methods. Man kann auch Unbounded Methods, also unbegrenzte Methoden benutzen. Das ist nicht der hauptsächliche Verwendungsfall. Das ist gut, um Bugs zu handeln, also Fehler zu finden. Es gibt vielleicht Beispiele, dass der Prozessor in seinem Verhalten divergiert, aber normalerweise, wenn man so etwas wie den Prozessor hat, kann man keinen illegalen Zustand in kurzer Zeit erreichen. Also es gibt schon mal einen hohen Konfidenzintervall, dass der Prozessor so funktioniert wie spezifiziert. Also wenn man einen Prozessor hat und um festzustellen, dass der Prozessor den Spezifikationen genügt, muss man einen Traceport, also einen speziellen Zugang definieren, um den anzuschauen. Und man muss dann muss RISC-V-Formel definieren, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, zum Beispiel 32-Bit-Operationen, 64-Bit-Operationen. Und man muss dem also RISC-V-Formel sagen, was der Prozessor kann. Es gibt auch noch andere Sachen, die transparent sind für einen Prozessor, der einfach vom User betrieben wird. Entschuldigung. Wenn wir man muss verifizieren, es gibt die Möglichkeit, dass man unformatierte Lese- und Schreibzugriffe definieren kann. Und die Frage ist jetzt, kann der Prozessor da einfach, also das ist ein unformatiert, ein un- nicht, nicht, nicht formatiert, nicht alleinten Zugriff durchführen, führt das zu einer Fehlerbehandlung oder kann er das? Okay, zurzeit gibt es hier keine Unterstützung für Gleitkommazahlenbehandlung und das wird aber noch weitergebildet, also das wird größer und größer, aber all die zusätzlichen Möglichkeiten werden optional sein. Und vielleicht möchte jemand nur einen ganz kleinen Mikrocontroller implementieren, der keine Gleitkommazahlen unterstützt oder die keine privilegierte Spezifikation unterstützen. Und dann haben sie keine spezifischen RFSIs. Es wird auch dokumentiert, welche Instruktionen zurückgenommen werden. Okay, hier ist der Programmzähler für die nächste Instruktion und hier ist der Wert, den ich in dem Register gefunden habe. Das ist das Register, das ich geschrieben habe. Das ist der Wert, den ich in das File geschrieben habe. Also wir dokumentieren über das RISC-V-Interface den Pfad, den Teil des Prozessorzustands. Den Teil des Prozessorzustands. Durch den Befehl geändert wird. Also was zum Registerfall geändert wird, was beim Programmzähler geändert wird. Die meisten Prozessoren sind selbstverständlich superskalar, auch wenn sie nicht so aussehen. Man kann also Speicherzugriffe, Speicherladezugriffe also außer nicht in der richtigen Reihenfolge machen. Selbst mit solchen Prozessoren denken wir nicht unbedingt in superskalare Prozessoren.
so dass sie vielleicht mehrere Instruktionen pro Zyklus machen können. Das können wir mit diesem NRED-Parameter machen. Der kann fünfmal so weit aufnehmen, wenn Red Type 5 ist. Okay, wir haben einen Prozessor, der diese Schnittstelle implementiert. Was ist die Strategie zur Verifikation, die RISC-V verfolgt, um formal zu beweisen, dass unser Prozessor tatsächlich korrekt ist? Okay, da gibt es nicht einen großen Beweis, den wir laufen. Stattdessen werden wir einfach ganz viele kleine Beweise tätigen. Das ist der wichtigste Trick, wenn man sich darum Mühe gibt. Okay, es gibt verschiedene Kategorien von Beweisen. Eine Kategorie nenne ich Instruktionsüberprüfungen. Jede Instruktion und jeder Kanal im formalen Schnittstelle kann man überprüfen. Und da gibt es halt locker 100 Instruktionen und dann musst du irgendwie locker und noch ein paar Kanäle, dann musst du locker 200 Beweise tätigen. Was die Instruktionstests machen, ist, sie fangen in einem Zustand an und lassen es quasi für den unbegrenzten Beweis ewig weiterlaufen, aber wir können nur eine bestimmte Anzahl von Zyklen laufen lassen und dann nehmen wir einfach an, dass diese Endinstruktion unserer Annahme entspricht. Und wenn das stimmt, dann gehen wir davon aus, dass der letzte Zyklus in unserem begrenzten Beweis das Ende war. Und dann gucken wir uns die ganzen Schnittstellen an, die formalen Schnittstellen von RISC-V und gucken uns an, ob das ist, was wir erwartet haben nach der korrekt dekodierten Instruktion, ob die richtigen Werte in die richtigen Register geschrieben worden sind, ob die Summen stimmen, die wir geschrieben haben. Aber wenn man nur diese Instruktionstests hat, dann hat man natürlich noch eine Lücke in der Verifikation. Okay, man kann sagen, okay, ich habe da diesen Wert in das Register geschrieben, aber vielleicht habe ich das gar nicht geschrieben. So, also deswegen gibt es einen zweiten Satz von Verifikation. Die benutzen nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Schnittstelle des RISC-V, aber über mehrere Zyklen. Also wenn man zum Beispiel ein Register schreibt und dann später liest, dann sollte ich doch bitte das lesen, was ich vorher geschrieben habe. Das sind dann sozusagen Konsistenzchecks. Die nehmen nur wenige Instruktionen, aber dafür über mehrere Zyklen und beobachten diese. Okay, für jede Instruktion in der RISC-V formalen Instruction-Modell sieht es ungefähr so aus. Es sind zwei Folien. Das erste zeigt die Schnittstelle, die erste Folie. Da gibt es ein paar Signale der RISC-V-formalen Schnittstelle. Und die Instruktion, die wir ausführen, wo der Programm-Counter steht, wo wir die Sachen gefunden haben. Und dann gibt es da noch ein paar Signale, die generiert werden durch unsere Spezifikation. Also das ist sozusagen die Ausgabe unseres Verifikationsmodells. Welche Register sollen wir lesen? Welche Register sollen wir schreiben? Welche Werte sollen wir da reinschreiben in diese Register? Das ist also die Schnittstelle für alle Instruktionen. Und dann gibt es diesen Body, der sieht so aus, den Körper, der sieht so aus. Der die Institution dekodiert und checkt, ob das also sofort ausgeführt wird. Und dann haben wir so Sachen wie die Zeile dagegen in der Nähe vom Boden. Der sagt, dass der nächste Programmzähler 4 Bytes weiterzählen muss, also einfach um 4 erhöht werden muss. Sowas. Das war die unterste Zeile im vorletzten Abschnitt. Sehr, dass in diesem Verilog keine Assert-Statements drin sind. Das ist einfach das Verhalten, das man, wie man es erwarten würde. Und dann gibt es einen Wrapper, der das Ganze instanziert. Und da sind dann Assertions, also Überprüfungen, ob diese Bedingungen erfüllt werden. Das hier wird einfach der gewünschte Ausgabe erzeugt und dann kann man an diesen neben dem Kern also einen Monitor, einen Überwachungscore implementieren, der dann überwacht, dass dieser Kern hier das Richtige produziert. Das ist gut, wenn man diesen Kern für Tage laufen lässt,
und dann beobachtbares Verhalten hat, das irgendwie nicht richtig ist, aber dazwischen Tausende oder Millionen von Zyklen hat, an denen nichts Falsches passiert. Und nur dort, wo der Prozessor divergiert, und da setzt dann der Monitor ein und ist dann leichter, da Bugs zu finden. Der Monitor hat sozusagen Tausende von Zyklen oder Billionen von Zyklen zwischen dem Punkt, wo er divergiert und wo wir den Fehler beobachten können. Okay, hier gibt es ein paar Beispiele, die sich von jedem Prozessor aus ein bisschen unterscheiden. Je nachdem, welchen Prozessor wir anschauen. Okay, da gibt es einen Test, ob der Programmzähler für eine Instruktion, also wenn eine Instruktion sagt, das ist der Programmcounter für diese Instruktion und den für den nächsten können wir auch schon sehen. Da können wir auf die nächste Instruktion gucken und dann können wir gucken, ob der nächste Programmcounter sozusagen der nächste Wert für den vorhergehenden Programmzähler ist. Und wenn das zusammenpasst, dann ist es gut. Aber vielleicht möchte der Kern die Instruktionen in anderer Reihenfolge ausführen und es kann sein, dass er erst den zweiten sieht und dann den ersten sieht. Vielleicht sieht er aber auch erst den ersten und dann den zweiten. Und deshalb gibt es da verschiedene Checks. Einmal zum Beispiel in der Reihenfolge und einmal in der umgekehrten Reihenfolge. Es gibt verschiedene Tests, die zum Beispiel Registerwerte, Schreib- und Lesezugriffe auf Konsistenz testen und gucken, ob der Prozess am Leben ist. Also wenn ich dem Prozessor eine bestimmte Fairness, Limitationen gebe, dann wird der Speicher immer wieder in bestimmten Zyklen, Anzahlen zurückgegeben, der Memory-Zugriff, der Speicherzugriff. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und das ist natürlich auch wichtig, um zu zeigen, dass der Prozessor nicht irgendwie Instruktionen überspringt, weil andere Tests natürlich darauf die Annahme treffen, dass der Prozessor sowas nicht tut. Und es gibt natürlich einen Haufen Konsistenzchecks, wo man dann am besten setzt man sich mit einer Gruppe von Leuten hin und guckt auf die ganzen Konsistenztests und guckt, welche bedeuten hier in unserem Fall eigentlich gerade was, welche sind interessant, welche sollen wir verwenden. Was für Fehler kann RISC-V mal finden? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, super harte, schwierige Frage. Weil es schwierig ist, eine komplette Liste zu geben. Es kann definitiv einzelne Befehlssequenzen finden. Bypassing und Forwarding und Pipeline Interlocks kann es auch finden. Wo Dinge umsortiert werden in eine Wart, die nicht gehören, also wo Dinge einfrieren, das kann gefunden werden. Fehler zu Speicherinterfaces und Speichern lesen kann gefunden werden, aber das hängt davon ab, von Dingen wie die Cache-Größe, ob das geht oder nicht. Fehler, die man nicht finden kann, sind Dinge, die noch nicht mit dem RISC-V5 formalen Interface abgedeckt sind, also zum Beispiel die Floating-Point-Arithmetik. Das ist alles auf der To-Do-Liste und da arbeiten wir aktiv dran und in einem Jahr wird das wahrscheinlich dabei. Und alles, was der gleichzeitigen Konkurrenten-Ausführung mit der zusammenhängt, das ist also noch nicht in der Spezifikation drin. Also ich weiß nicht, was ich da genau testen soll, aber das Modell wird bald fertiggestellt und gehen mir die Entschuldigungen aus. Die Prozessoren, die jetzt unterstützen werden, sind Pico EVF 32, RISC-V Rocket, das ist die berühmteste Implementation und Vex RISC-V. Es gibt andere, die nicht im Open Source Release vom RISC-V dabei sind. Also wenn du Unterstützung für einen RISC-V Prozessor hinzufügen willst, dann guck im Repository nach, guck im Course Directory nach, welcher Core deinem am ähnlichsten ist. Dann nimmst das, dann kopierst du dir dieses Directory, dieses Verzeichnis und machst eine kleine Anzahl von Änderungen. So, es sind noch ein paar Minuten übrig, um über Dinge wie Plugpoints, Blackboxes und andere Abstraktionen zu reden. Diese Folie könnte einfach Abstraktionen betitelt sein. Die Idee bei Abstraktionen ist,
du einen Teil von deinem Design mit austauschst mit einem anderen, mit einer anderen Schaltung, die weniger beschränkt ist, die das Verhalten des Original, der Originalschaltung erhält, aber das auch noch andere Dinge tut. Lehrbuch-Example ist ein Design mit einem Zähler, der nur um 1 hochzählen kann und die Abstraktion kann Nummern überspringen. Man kann immer nur hochzählen, einfach monoton steigend. Das enthält das Behalten des Originaldesigns. Und wenn man etwas beweisen kann, mit dem monoton hochzählenden Zähler beweisen kann, dann kann man die Eigenschaft auch beweisen für einen Zähler, der nur um 1 hochzählen kann. Und diese Idee der Abstraktion funktioniert sehr gut mit dem RISC-V-Format. Und der Grund, warum das funktioniert, warum wir das machen, ist, weil das zu einfacheren Beweisen führt. Zum Beispiel überlegt er einen Befehlsüberprüfer an, der überprüft, ob die der Additionsbefehl richtig ausgeführt wird. Wir gucken uns nicht das Registerfeld an, was arbeitet. Wir kopieren uns das und immer wenn was von dem Registerfeld gelesen wird, dann wird ein zufälliger Fehler zurückgegeben. Das beinhaltet natürlich immer noch das Verhalten eines Kernes mit so einem Register, aber in dem Fall geht es jetzt gerade gar nicht um die Konsistenz zwischen Lesen- und Schreibzugriffen. Wir können aber immerhin prüfen, dass die Instruktion korrekt implementiert würde. Also es ist ein leichterer Beweis. Natürlich kann man diese Abstraktion nicht für alle Beweise verwenden, weil vielleicht werden andere Beweise das sozusagen brauchen und erwarten. Aber wenn man durch die Liste von Beweisen geht und die alle unabhängig voneinander durchführt, dann kann man viele Probleme abstrahieren, einen großen Teil des Prozesses abstrahieren und dann lauter viele kleine, einfachere Beweise haben. Und abhängig davon, welche Lösung man verwendet, sind manche ziemlich gut darin, diese Abstraktionen selber schon zu machen. Das heißt, man muss sie vielleicht nicht mal von Hand dazufügen, sondern einfach zu realisieren, dass das Potenzial dieser Abstraktion da ist, ist sehr, sehr hilfreich, wenn man entscheidet, wie man ein großes Verifikationsproblem in kleinere Verifikationsprobleme aufteilt, weil man immer in der Lage ist, einfachere Abstraktionsniveaus zu finden, die leichtere Beweise mit sich bringen. Okay, mit einem begrenzten Beweis haben wir außerdem auch die Frage, welche Grenzen werden wir nehmen? Natürlich sind weite Grenzen besser, aber natürlich haben sie auch eine Auslöse, also es ist schwerer, sie zu berechnen. Und wenn man enge Grenzen hat, na gut, dann hat man halt schnell Fortschritte im Beweis gemacht, aber vielleicht ist man nicht besonders, vertraut man dem Beweis nicht besonders, weil das nicht so relevant ist. Also habe ich zwei Lösungen vorgeschlagen. Die erste ist, man kann dieselben Server benutzen und bestimmte Events zu überprüfen und sagen, ich möchte gerne einen Speicher-Leszugriff, einen Speicher-Schreibinstruktionen, eine Alu-Operation ausführen und ich würde gerne den kürzesten Pfad sehen, der all diese Sachen behandelt. Wenn das dann also irgendwie 25 Zyklen übergeht, dann kann man 25 Zyklen überprüfen und das geht schon. Da weiß man, das sind die Sachen, die da vorkommen werden. Noch wichtiger ist, wie ich denke, meistens hast du einen Prozessor, da hast du schon irgendwie Fehler gefunden und das ist eine sehr gute Idee, die nicht nur einfach zu fixen und sie zu vergessen, sondern eine Möglichkeit zu behalten, diesen Fehler zurück wieder einzuführen, das Framework zu überprüfen. Wenn man schon einen Bugs hat, die eine Woche gebraucht haben oder eine Woche oder einen Monat gebraucht haben, ist es gut, diese Bugs einfach wieder einzuführen und dann damit das Verifikationsprogramm zu verifizieren, ob das also diese Bugs Bugs oder ähnliche Bugs finden würde. Resultate: Ich habe also in praktisch jeder Implementation Bugs gefunden. Ich habe Bugs in allen drei Prozessoren gefunden. Wir haben Bugs in Spike gefunden, was die offizielle Implementation von RISC-V in C ist. Und es ist mir gelungen, also meine Implementation formal zu verifizieren gegen Spike. Und
Es kam dann raus, dass es ein Programm in der ein Bug in der englischen Sprache, in der Spezifikation in englischer Sprache war, dass das Problem war. Zukünftige Arbeit, Floating Point ist immer noch muss immer noch gemacht werden. 64-Bit ist halb getan. Support für CSR muss gemacht werden. Support für mehr Kerne muss gemacht werden, aber das würde ich gerne langsamer machen, weil das immer okay. Wir weniger flexibel sind, wenn sich Sachen verändern. Und bis jetzt ist es ja alles Open Source Tools, die ich auch geschrieben habe. Also ich habe die Tools geschrieben, aber manche Leute wollen vielleicht nicht meine Open Source Tools benutzen, sie wollen lieber die kommerziellen Tools benutzen. Also sollte ich auf meiner To-Do-Liste diese Integration verbessern machen. Aber vielleicht, ich kriege keine Lizenzen für diese Tools, also müssen wir mal gucken, ob das klappt. Das ist das von mir. Haben wir Zeit für Fragen? Okay, wir fangen mit Fragen auf der 1 an. Wir haben zwei Fragen. Wir haben Zeit für zwei Fragen. Wir starten mit Mikrofon Nummer 1, bitte. Hallo, vielen Dank für deinen Vortrag und deine Arbeit. Meine erste Frage. Du sprachst über RISC-V, formale Schnittstellenverifikation. Verkaufen die schicken die Hersteller dieses... Das ist eine gute Frage, danke. Dieses Interface hat nur Ausgabeports. Und wenn du dieses Interface implementierst, dann solltest du nichts zu deinem Design dazufügen, was diese Output-Ports nicht, was nicht gebraucht wird, um diese Output-Ports zu erzeugen. Du kannst deinen Core benutzen mit dem Interface und ohne Interface und dann diese Output-Ports einfach entfernen und dann einen formalen Äquivalenztest laufen zu lassen mit der Version mit den Output-Ports und ohne, die du dann auf dem ASIC implementierst. Wenn Leute sagen formale Verifikation, dann denken die anderen meistens irgendwie, oh, wenn es verifiziert ist, dann ist es ja exzellent. Ja, natürlich exzellent. Würdest du sagen, dass es all die Fehler eines Prozesses findet? Es hängt davon ab, welchen Beweis du laufen lässt. Die meiste Arbeit, die ich mache, ist mit begrenzten, mit Beweisen. Und damit kann man nur ein bestimmtes Vertrauen bekommen, weil man nur Fehler sieht, die nach einer bestimmten Anzahl von Zyklen auftauchen können. Aber wenn du auch einen vollständigen Beweis starten willst, mit symbolischen Zuständen anstatt mit einem Reset-Zustand, und dann kannst du sicherstellen, dass du tatsächlich den ganzen erreichbaren Zustandsraum erreichst. Und das ist ein sehr schwierig zu machen. Das ist kein Wochenendprojekt. Und einfach das formale Interface zu laufen und das dann laufen zu lassen, das kann man am Wochenende machen. Wir haben leider keine Zeit mehr für weitere Fragen, aber es wird Zeit sein, nach dem Vortrag dich vielleicht anzusprechen. Ja, das können wir machen und du kannst mich ja vielleicht auch dort finden, an einem Assembly der offenen FPGA Hardware Hacking Area. Vielen lieben Dank, um so viele Informationen in so wenig Zeit zu bringen. Das hast du sehr gut gemacht. Bitte helft mir, ihn zu entlohnen mit Dank für seinen wundervollen Vortrag. Okay. Und dann